Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maverick und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil meiner Reihe zum Thema Propellerheads Reason. Heute im Fokus steht der Multisampler NNXT, ein Onboard-Mittel, was, glaube ich, jetzt zumindest seit der 4er-Version mit dabei ist, also etwas, womit wir eigentlich alle arbeiten können. Der NNXT ist der Nachfolger vom NN19, sehr schlicht gehalten, sehr aufgeräumt und sortiert und bietet uns verschiedene Möglichkeiten, ihn einzusetzen. Auf der einen Seite können wir eben sogenannte Patches laden, wobei ein Patch in dem Sinne bereits in den meisten Fällen zumindest ein Multisample darstellt. Was genau das ist, schauen wir uns zum Schluss nochmal ganz kurz an. Jedenfalls einerseits die Möglichkeit, Patches zu ziehen und andererseits Samples zu laden. Samples in zwei Formen in diesem Sinn. Einerseits Samples, die bereits bestehen, die wir zum Beispiel in unserer Factory Sounds Library vorfinden. Aber auf der anderen Seite bietet dieses Gerät eben inzwischen auch die Möglichkeit, Samples direkt zu recorden, selber zu samplen, am Mikrofon irgendwelche Töne aufzunehmen oder auch zu singen, zu rappen, wie auch immer. Ebenfalls diese Funktion bietet uns der NNXT. Auf das eigene Samplen jetzt von Sounds und Zuschneiden und Einfügen hier gehe ich an dieser Stelle nicht ein. Dazu habe ich analog zu diesem Thema bereits ein Tutorial gemacht. Ihr findet den Link hier gerade eingeblendet und das könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert. Das habe ich an der Stelle mit dem Kong Drum Designer gemacht. Ihr könnt aber analog, wenn ihr das geschaut habt, das Ganze direkt mit dem NNXT machen. Warum? Ganz einfach, weil der Vorgang komplett der gleiche ist. Darum spare ich mir das hier und wir kommen im Prinzip mehr auf die Grundlagen und auf den Aufbau dieses Devices zu sprechen. Auf den ersten Blick fällt sofort dieser blaue Bereich, dieses Display, ins Auge. Das ist der zentrale Bereich, in diesem Device die Samples verwaltet werden. Und zwar verwaltet auf mehrere Arten und Weisen. Und welche das sind, werden wir uns sofort anschauen. Im initialisierten Modus habt ihr die Möglichkeit, die Samples direkt hier auch reinzuziehen per Drag and Drop. Und in dem Moment, wo ich das jetzt hier mit dieser Bassdrum Curtis mache, ist das Sample markiert und die Einstellungsmöglichkeiten, die wir hier eben um dieses Display herum vorfinden, sind aktiviert und repräsentieren die Einstellungen für das jeweilige Sample, was hier ausgewählt ist. Somit also erstmal die Hauptfunktion dieses kleinen Blocks hier auf der linken Seite, die Repräsentation der zugrunde liegenden und geladenen Samples dieses Multisamplers. Auf der rechten Seite finden wir eine Klaviatur vor und auf dieser Klaviatur ist immer jedem Sample entsprechend eine Taste grau hinterlegt. Diese graue Taste ist der sogenannte Root Key. Der Root Key repräsentiert die Taste, die das Sample in seiner Originalgeschwindigkeit und damit natürlich auch in seiner Originaltonhöhe wiedergibt. Da der Root Key an dieser Stelle auf C3 steht, heißt das, dass die Note C3 auf meinem Keyboard, was jetzt angeschlossen ist, das Original-Sample abgibt oder wiedergibt. Exakt. Den Root Key stellen wir übrigens hier vorne ein, direkt der erste Schalter unter dem Display. Und damit können wir manuell festlegen, von welchem Ton aus wir unser Sample in Originalgeschwindigkeit und Tonhöhe wiedergeben wollen. Ist an der Stelle noch nicht interessant und brauchen wir an dieser Stelle auch noch nicht, weil wir ja bis jetzt nur ein Sample hier drin haben. Und ja, einfach erstmal dahingestellt, dass wir das schon mal wissen. Die zweite Einstellung, die wir hier im Display vornehmen können, ist die Vergabe des sogenannten Low Keys und die Vergabe des sogenannten High Keys. Und das macht am Ende eben die Breite dieses Balkens aus, was für uns bedeutet, das ist die Zahl der Tasten, die wir dem Sample zum Abspielen zur Verfügung stellen wollen. Wenn ich jetzt
das hier einmal nehme und übersetze, bedeutet das, der Low Key auf C1, das wird dann also hier eingestellt, der High Key auf C6. Auf gut Deutsch, ich kann jetzt also dieses Sample, diese Bassdrum von der Note C1 bis zur Note C6 hoch und runter spielen. Wenn ich vom Root Key aus nach oben wandere, verändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit und damit auch die Tonhöhe. Das hören wir uns kurz an. Das geht schneller zu verstehen, als wenn ich das mit Worten wiedergebe. Und nach unten das gleiche. So. Und die Bandbreite der Tasten, mit denen ich das jetzt eben machen kann, oder die Möglichkeit, umso höher oder umso tiefer zu pitchen, die stelle ich eben mit dem Low und dem High Key ein. Im Gegensatz zum Root Key, den ich hier oben nicht direkt mit der Maus verändern kann, kann ich aber Low und High Key, doch, kann ich natürlich verändern, indem ich den Balken komplett nehme und verschiebe, dann verändere ich den Low Key. Entschuldigt ganz kurz. Und wenn ich die Enden angreife und anfasse, dann kann ich eben diese Werte, die ich natürlich hier unten auch verändern kann, verstellen und ja, damit beeinflusse ich eben die Breite der Klaviatur, die mir dafür zur Verfügung steht. Okay, so viel erstmal dazu. Das sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Displays. Und hier oben können wir an diesem Balken eben noch in der waagerechten scrollen und die gesamte Klaviatur auch betrachten. Und des Weiteren finden wir hier unten dann noch so ein paar andere Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel können wir noch ein Feintuning vornehmen. Wir können den Start- und Endpunkt des Samples verändern. Und 0% heißt natürlich, fängt da an, wo das Sample auch wirklich anfängt. Und 100% heißt, es läuft auch bis zum Ende durch. Das können wir hier machen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, über Loop Start und Loop Ende festzulegen, in welcher Form ein Loop zum Beispiel prozessiert wird. Und wenn ich möchte, dass ein Loop entsteht, dann kann ich hier zum Beispiel an dem Play-Mode-Rad drehen und dann würde ich zum Beispiel auf Forward Loop schalten. Und dann würde er mir eben das entsprechende Signal loopen. So, jetzt halte ich die Taste quasi einfach nur noch gedrückt. Und wenn ich möchte, dass der Loop quasi früher zu Ende ist, dann drehe ich diese 100% mal runter. Und ich weiß jetzt nicht ganz korrekt, an was das gebunden ist. Ich meine aber, es hätte was mit dem Takt und der Wiedergabegeschwindigkeit zu tun. Drehen wir den zum Beispiel mal auf 50 runter. Und ich halte die Taste, wie gesagt, wirklich nur fest. Oder ich zeige euch das mal ganz kurz an der Tastatur hier. So, da halten wir jetzt mal C3 fest. Nein, ich mache das doch lieber auf dem Keyboard. Irgendwas läuft da gerade nicht. So, und jetzt drehe ich an dem Loop-Ende nochmal und verringere das. So, also sowas ist damit auch möglich. Dann haben wir hier diverse Wiedergabemodi, vorwärts, rückwärts zum Beispiel und nur rückwärts zum Beispiel. Und ja, tobt euch da mal ein bisschen aus, das ist auch ganz interessant. Wie gesagt, Low Key, High Key, die maximale Velocity und die minimale Velocity und Einblenden und Ausblenden ist möglich, alternativ, anschlagsweise, wenn das irgendwie geht. Und ja, dann haben wir hier zum Schluss noch eine Möglichkeit, den Output festzulegen. So viel also dazu. Zu den anderen Einstellungskriterien, Möglichkeiten, Parametern muss ich jetzt hier nicht unbedingt was zu sagen. Die haben wir auch an anderen Stellen überall und haben wir auch, denke ich mal, in vielen Teilen schon gut kennengelernt. Es steht uns aber jedenfalls eine ganze Menge zur Verfügung. Modulationseinstellungen, Velocity-Einstellungen, zwei LFOs, Modulationshüllkurve und Verstärkerhüllkurve ebenfalls. Pitch ist möglich hier noch und eine gesonderte Filtersektion haben wir mit den gängigsten Kandidaten hier auch noch mit am Start. Also so gesehen
schon eine ganze Menge für so ein einfaches Device. Jetzt zeige ich euch ganz kurz, was zum Beispiel einer dieser Vorteile ist, wenn ihr hier eben zum Beispiel Bassdrums, Kickdrums arrangiert mit einem solchen Multisampler in Anführungsstrichen, habt ihr die Möglichkeit, die Tonhöhe direkt zu beeinflussen. Und ich habe jetzt hier einen 4-to-the-floor-Beat, der klingt erstmal so. Nichts Dramatisches, aber jetzt habe ich hier zwei Kicks hinzugefügt, die etwas höher gepitcht sind und die dazwischen jetzt einfach mal so ein bisschen rum fuhrwerken und vielleicht, naja, lassen wir die Velocity ruhig mal bei 100 und dann hören wir mal ganz kurz rein, was wir eben jetzt hier mit zwei weiteren Klicks aus einer ganz einfachen Beat-Abfolge machen können. Ist nichts Krasses, aber es geht auf jeden Fall in einer MIDI-Lane im Sequencer. Ihr braucht dadurch nicht irgendeine Automation auf eine Tonhöhenveränderung legen, wie das zum Beispiel beim Kong gehen würde oder auch beim Redrum. Das Ganze könnt ihr hier eben bequem im Sequencer machen und könnt euch dann auch live on the fly für die richtige Tonhöhe entscheiden. Gut, das Wesentliche haben wir im Prinzip jetzt schon kennengelernt und jetzt kommen wir eben zu den Beispielen, wo hier eben nicht nur ein Sample drin liegt und bringen das, was wir eben gelernt haben, ganz kurz mal zur Anwendung. Ich habe mich jetzt hier für zwei Bassdrums entschieden und habe jetzt im NNXT die Möglichkeit, diese beiden getrennt voneinander auch zu spielen und auch getrennt voneinander Veränderungen an Wiedergabegeschwindigkeit und Tonhöhe vorzunehmen. Und das Erste, was wir tun müssen, ist quasi erstmal das Sample auswählen. Wir nehmen jetzt erstmal das obere und sagen zum Beispiel, ich möchte, dass das Sample in dem Bereich von, na, jetzt haben wir beide angefasst, da müsst ihr mal auch so ein bisschen rumprobieren, immer den unteren Regler nehmen, nicht den oberen, der bezieht sich dann immer gleich auf alle Samples. Und dann legen wir zum Beispiel mal für den oberen fest, das Ganze soll von, was machen wir denn einfach mal, von C1 bis C2 gehen. Und der untere Kandidat, der soll, oder hier machen wir mal besser bis B1, also bis H1, das ist ja keine deutsche Klaviatur. Und hier machen wir jetzt mal von C2 bis C3. So. Und jetzt seht ihr schon, dieser Bereich der Klaviatur ist eben Sample 1, dieser Bereich Sample 2. Und das Einzige, was wir jetzt noch einrichten müssen, ist ja unser Root Key. Den packe ich jetzt eben bei dem oberen Sample auf C1 und bei dem unteren, na, dreimal dürft ihr raten, richtig, auf C2. Und schon kann ich die beiden getrennt voneinander spielen. Ja, ich hoffe, man hört das, es ist nicht zu leise. Und über Select Zone via MIDI sehen wir dann auch, wenn wir die Taste drücken, ja, oder auch nicht. Doch, wir sehen natürlich, wenn wir hier wechseln, welches Sample abgespielt wird. Und das klappt reibungslos. Da können wir jetzt natürlich auch ganz viele reinziehen und sogar noch viel mehr reinziehen, als es im Kong Drum Designer beispielsweise der Fall ist. Und die Möglichkeit eben in dieses Gerät so viele Samples reinzuladen, bis es platzt, ist ziemlich cool. So, ich denke, wir sind dann auch soweit durch. Als Letztes zeige ich euch noch das Grand Piano Patch aus der Sound Library. Und das ist eben ein Beispiel für ein richtig großes Multisample. Wir haben hier also ein Klavier nachgebildet. Und dieses Klavier, wie ihr seht, oder dieser Patch besteht aus sehr, sehr vielen einzelnen kleinen Samples, die jeweils alle ihren Platz auf dieser Klaviatur haben. Und ja, so viel einfach nur mal zur Illustration eines solchen Patches. Sowas müsst ihr jetzt nicht selber machen. Ist ja auch ganz schön Arbeit, sowas.
Aber eben, um einfach mal zu zeigen, wie weit man das Ganze spinnen kann. Und jetzt kann man natürlich auch theoretisch jeden einzelnen Ton in seinen Eigenschaften hier verändern und beeinflussen und da eben auch nochmal eine Menge rausholen. Aber das ist natürlich sehr übertrieben und sowas selber zu machen, dauert wahrscheinlich auch so die eine oder andere Stunde. Jedenfalls guckt euch das Video an, was ich euch auch nochmal empfohlen habe, wegen dem Erstellen eigener Samples. Und dann könnt ihr das ganz wunderbar jetzt hier im NNXT analog dazu umsetzen. Und es ist wirklich ein schönes Tool, um eben halt auch seine eigenen Samples hier mal zu verwalten nebenbei und sich die auf die Tastatur zu legen. Und dann am Ende hat man dann seine eigenen Samples und hat für jedes eigene Sample auch eine eigene Taste zugewiesen. Das geht natürlich wie alles andere in Reason auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Da gibt es mit Sicherheit mehr als vier Wege, wie ihr das mit anderen Geräten auch hinbekommt. Aber heute war eben der NNXT unser Kandidat der Wahl. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns im nächsten Tutorial. Macht es gut, bleibt sauber, euer Maverick.